Viele von euch wissen schon und können nachvollziehen in diesem Moment, wovon ich spreche. Es ist die Möglichkeit, in sich zu erkennen, dass man nicht immer in den Gedanken verfangen sein muss. Man kann zum Beispiel hier sitzen, hier und jetzt, und sich bewusst werden der Sinneswahrnehmungen hier. Was man sieht und hört, vielleicht andere Sinne fühlen. Man wird sich bewusst, was die Sinne hier wahrnehmen. Das ist dieser Moment und das ist für viele Menschen, man tritt ein in den jetzigen Moment, indem man sich dieses Momentes bewusst wird. Und sich bewusst werden dieses Momentes ist die Tür oder die Pforte in das räumliche Bewusstsein. Aber man beginnt sehr oft mit Sinneswahrnehmungen. Die Sinneswahrnehmung, man wird sich plötzlich gewahr, die Dinge, die Blumen, die Beleuchtung, die Farben im Raum, die Worte, diese Dinge sind diesen Moment. Was gibt es noch in diesem Moment, außer den Dingen, die man wahrnimmt in diesem Raum? Der erste Schritt in den jetzigen Moment ist zum Beispiel Sinneswahrnehmungen. Man tritt ein in den jetzigen Moment. Das ist das. Aber diese Sinneswahrnehmungen sind anders als sonst. Denn wenn man wirklich gegenwärtig ist, ist sehr wenig Beurteilung von Sinneswahrnehmungen. Man ist so aufmerksam, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, was man sieht, sondern man ist nur das Bewusstsein für die Sinneswahrnehmungen. Ich kann also hier sitzen. Ich kann hier sitzen als eine Person und ich kann herumschauen und ich kann gedanklich benennen, was ich sehe. Hier sind die Leute, die hören mir zu. Ich weiß nicht, ob es ihnen gefällt, wer weiß und so weiter. Dann diese Gedanken, das Licht gefällt mir, das nicht. Wie haben Sie das gemacht und wie ist dieser Raum? Ich vergleiche ihn mit einem anderen Raum, in dem ich war und alles Mögliche kann ich tun. Das ist eine Weise, auf der ich hier bewusst werden kann. Aber das ist noch nicht der jetzige Moment. Wenn ich die Dinge benenne ständig, bin ich nicht im jetzigen Moment, denn jedes Wort und jedes Konzept und jeder Gedanke ist konditioniert von der Vergangenheit. Wenn ich also Dinge benenne, bin ich eigentlich noch gar nicht im jetzigen Moment. Ich bin noch nicht angekommen im jetzigen Moment, solange ich Dinge ständig benenne, mit Etiketten versehe, sozusagen, über irgendeine persönliche Beziehung zu ihnen zu haben. Nein, da bin ich noch nicht im Jetzt, denn alle Gedanken sind konditioniertes Bewusstsein von der Vergangenheit. Um wirklich im jetzigen Moment anzukommen, muss ich so aufmerksam sein, dass ich dieses zwanghafte Benennen nicht mehr in mir stattfindet, sondern ich nur reine Wahrnehmung bleibt, die reine Wahrnehmung der Dinge. Und das ist eine wunderbare Befreiung. Auch bedeutet es, dass die Dinge um einen herum viel lebendiger plötzlich werden. Denn die meisten Menschen sind so verfangen im Fluss der Gedanken, dass sie nur am Rande sich bewusst sind, wo sie sind, was die Umgebung ist. Ganz am Rande wissen sie, das ist das und das ist das. Aber der große Teil ihres Bewusstseins ist gefangen im Fluss der Gedanken. Und hier durch die Bewusstwerdung des jetzigen Momentes befreien wir uns von diesem Gefängnis, von diesem Stadium des Gefangenseins im Fluss der Gedanken, indem wir so aufmerksam werden der Sinneswahrnehmungen,
dass die Gedanken gar nicht mehr erscheinen oder nur gewisse Fragmente noch kurz kommen und dann wieder verschwinden. Und da ist also ein Zustand der Aufmerksamkeit, das ist auch ein Zustand der gedanklichen Stille. Die Gedanken sind nicht mehr da.